Helmut Lange war ein deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Fernsehmoderator. Leben Helmut Lange wurde in Berlin als Sohn des Beamten Wilhelm Lange und seiner Frau Emmy geboren und wuchs dort auch auf. Er sprach bereits 1936 als Jugendlicher Kinderrollen beim Berliner Hörfunk, unter anderem neben Wolfgang Kieling. Mit 18 Jahren wurde er im Zweiten Weltkrieg zur Marine eingezogen und war nach drei Kriegsjahren bei Kriegsende Kommandant eines Minensuchbootes. Ich bin mit 18 Jahren zur Marine eingezogen worden, mit 21 war ich Kommandant eines Minensuchbootes. Ich weiß also, wie es auf See zugeht. Ich habe Glück gehabt und bin mit dem Leben davon gekommen. Von 1946 bis 1948 absolvierte er eine Schauspielausbildung in Hannover. 1948 folgte das erste Bühnenengagement am Jungen Theater in München. In den frühen 1950er Jahren spielte er als Old Shatterhand zusammen mit Sigurd Fitzek, der den Indianerhäuptling Winnetou verkörperte, auf einer Freilichtbühne in Stuttgart. 1958 gab er sein Spielfilmdebüt und wurde schnell ein populärer Darsteller in Film und Fernsehen. 1961 spielte er die Hauptrolle in der Edgar Wallace-Verfilmung Der Fälscher von London und im Folgejahr eine der Hauptrollen im durbridge straßenfeger Das Halstuch. Oft war er als Vertreter von Recht und Gesetz zu sehen, als Polizist oder Privatermittler, wie etwa als Kommissar in der Stahlnetzreihe, als Privatdetektiv John Kling in der Fernsehserie John Klings Abenteuer und als Rechtsanwalt Dr. Simmet in der Fernsehserie Privatdetektiv Frank Cross oder als Kommissar Toffer, Freund und Widerpart von Klaus Löwitsch in der ARD-Vorabendserie Hafendetektiv. Daneben spielte Lange ebenso in der Oscar-prämierten Hollywood-Produktion Patton, Rebell in Uniform wie in den Familienserien Rivalen der Rennbahn und der Landarzt. Einen besonders hohen Bekanntheitsgrad erreichte er 1969 durch die Rolle des Trappers Nathaniel Bumpo im Fernsehvierteiler die Lederstrumpferzählungen nach James Fenimore Cooper. In dieser Rolle wurde er so populär, dass er sie auch in zahlreichen Hörspiele von Coopers Werken übernahm. Zu dem Fernsehvierteiler und seiner Produktion äußerte sich Lange selbst wie folgt, Lederstrumpf war eine abenteuerlich schöne Produktion. Die Kostüme und die Kulisse waren von den rumänischen Co-Produzenten mit großer Sorgfalt und Detailtreue angefertigt worden. Aber ich möchte die vier Drehmonate nicht nochmal mitmachen. Wir haben zum Teil bei 15 Grad Minus gedreht. Wenn der Produzent zum Setbesuch gekommen wäre, hätten ihn die Darsteller gelüncht. Helmut Lange darüber hinaus moderierte er von 1970 bis 1980 die ARD-Ratesendung Kennen Sie Kino? schrieb als Redakteur der Filmzeitschrift Cinema Artikel für eine gleichnamige Rubrik und führte für die Zeitschrift telefonische Ratespiele durch, bei denen man Filmbücher gewinnen konnte. Zwischen 1952 und 1960 war lange als Sprecher und Regisseur für Hörfunkprogramme von Radio Bremen tätig. Danach lieh er seine Stimme, vornehmlich im Abenteuergenre kommerziellen Hörspielen, z.B. in der Wildtöter von Konrad Halver. Seit 1962 war er dank seiner markanten Stimme oft als Synchronsprecher zahlreicher prominenter, englischsprachiger Schauspielkollegen tätig, wie zum Beispiel für Richard Harris, Charlton Heston, Paul Newman, Roy Scheider und Donald Sutherland in die Bäreninsel in der Hölle der Arktis. Seinen letzten großen Fernsehauftritt hatte er 1995 in dem Film Fähre in den Tod. Nun merke ich langsam mein Alter und vielleicht war Fähre in den Tod mein letzter Film. Wenn es so ist, ist es eine sehr schöne letzte Rolle. Privates der Schauspieler heiratete 1958 die aus Bremen Wegesack stammende Lehrerin Ingrid. Die Familie mit Tochter Katharina und Sohn Tobias Jonas ertrank 1965 als Dreijähriger beim Angeln, lebte Jahrzehnte in Leuchtenburg, unmittelbar an der Landesgrenze zu Bremen. Im Oktober 2009 wurde bekannt, dass Lange an Demenz erkrankt war. Er starb kurz vor seinem 88. Geburtstag im Januar 2011 in Berlin. Seine letzte Ruhestätte liegt auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf.